Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Game of Thrones. Die fangen nämlich gleich an zu reden, deswegen wollte ich euch nur herzlich begrüßen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiter geht's! Look at that! More foresters. Lord Ramsay? Come out where I can see you. We really must focus on the business at hand. Leave them be, Lord Ramsay. Ah, worried about your family. As you should be. I'm the Lord. I'll have you speak only with me. First, let's see you bend the knee to my father. Lord Bolton, Warden of the North. Words are wind. Sollen wir uns hinknien oder Anyone nicht? Can say, ich glaube, ich mach's mal nicht. Mal gucken, was passiert. I want you to show me. I only kneel to the king. Is not the warden also deserving of your respect? But then, I am not my father. Perhaps that is what you meant to say. You see? He's a fucking traitor, just like his father and brother. Here's the thing. I don't care about your loyalty. The crown, however, wants what you Whatever you've been supplying the Starks for centuries. Ships, shields, chamber pots. I expect you'll do the same for us. My father has promised as much to the king. You wouldn't want to make him a liar, would you? That wouldn't reflect well on me. You needn't worry. Your father will have what he needs. That's a good little lord. You can't trust a forester. They murdered our men. Oh, it was a forester squire who did it. One Whitehill soldier dead. One Bolton. Yet your man lived. He was within his right. They killed his family. His right? He killed a loyal soldier in my father's army. You had me stand out in the wind and muck so you could show off your pathetic little army. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. So I've come up with a solution that will benefit everyone. The Whitehills will be taking control of your Ironwood from this day forward. What? What? The Ironwood? But... That is our livelihood. Then you'd better well find another fucking job. You can't do that. Why not? You know something the Whitehills don't? We are talking about trees. You grow them, you cut them down. We have loyal craftsmen who make the finest weapons. The Whitehills have no such craftsmen. Do you want ironwood for the next 5 years, or the next 50 generations? The little lord does have a point. Gut geantwortet, Kleiner. We'll try this. Lord Whitehill will take half of your ironwood. And we'll see who fares better. But my lord... Half of something is better than the nothing you had before. To ensure there's no trouble, Lord Whitehill will install a garrison of 20 men within your walls. At Ironwrath, that we cannot abide. Ethan. They'll help maintain the king's peace. And make sure there's no more trouble. Whitehill men? Never. It's already done. Das ist nicht den sein Ernst. Ich mag den nicht. Der hat echt unsere Stadt besetzt. My son, Griff. Griff will lead the garrison. You have no right. Whitehills have no place here. Lads, do make this visit worthwhile. Please, Duncan, don't. Look at this little forester. You're not frightened, are you? Lord Ramsay, please. And you? Are you Lord Ethan's older sister? I'm his twin, my lord. Oh, twins. Well, like the queen and her brother. Well, hopefully not just like the queen and her brother. Mm-hmm. I never had a sister. Always wanted one.
Enough, Lord Snow. I have an idea. You'll come with me. You can be my highborn ward. Lord Ramsay, that's enough. Do you like hunting? Let her go. Oh, mit Hunting meint er was anderes als wir es denken. We'd get along well. I suppose you can stay. Aren't you the bold lord? Oh my god, nein! Nein! What? A bold lord. Alter! Ethan! Ethan! Oh my god! I knew you'd bend the knee eventually. Oh Gott! Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, obwohl man das bei dem Typen echt müsste. However, the foresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Nein, was habe ich getan? Lovely meeting one of you. We'll have to do it again sometime. Somebody help him! Fetch the maester quickly! You brought this on yourself. Mama! Please, stop! Don't let him take me! Let it go! Stop that! Help me! Ryan, please! Stop it! Let me go! Ryan! Do something! Ethan? Oh mein Gott, was hab ich getan? Scheiße! Bin ich da jetzt dran schuld? Verdammt, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Deine Geschichte hat begonnen. Das war schon das Ende der ersten Episode? Ethan sacrificed himself for us all. He saved Talia's life. He'll be remembered as Ethan the Brave. This house needs a leader. Lord Ethan named me Sentinel. I will lead this house. My sister asked you to swear loyalty to her son, and you flat out refused. We can't let them hurt Ryan too. We have to stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for us. Those who hold House Forrester above all other loyalties. Those who will not stop until Ethan is avenged. Until Ryan is home again, our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Oh mein Gott, das war's mit der ersten Episode. You and 51% stayed with Bowen, okay? 29% schworen Loyalität zu Marjorie. Da bin ich eine der, die es zu den wenigeren gehört. Du und 38% haben Eric an die Mauer geschickt. Du und 61% haben Duncan als Sentinel gewählt. Finde ich gut. Du und 38% haben Ramsay am Tor getroffen. Krass. Krasser Scheiß. Mit dem Ende habe ich gar nicht gerechnet. Obwohl man das bei Game of Thrones eigentlich muss, weil auch bei dem Red Wedding, Achtung Spoiler, wäre... die Staffel noch nicht gesehen hat, das kam auch alles so überraschend da. Also ich spoiler jetzt nicht extrem, aber boah, krass, ich habe dann, also ich meine, den Typen kennt man. Ich glaube zu meinen, es ist der, der den einen Stark-Jungen als Stinker bezeichnet. Ich will dazu jetzt auch nicht rumspoilern, wer die Serie noch nicht gesehen hat, der muss sie unbedingt gucken. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte gerade noch so, bevor ich die Aufnahme gestellt habe, cool, fängst jetzt eine Aufnahme an, brauchst du ja für die Woche wieder Versorgung. Und jetzt sind es gerade mal 10 Minuten oder so geworden. Oh, also total geil. Ich bin gerade total geflasht. Ich fand das Ende gerade extrem überraschend und sowas mag ich total gerne bei den Spielen. Ich bin total auf Episode 2 gespannt. Sobald die da ist, geht es dann natürlich gleich weiter. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ich bin immer noch so fertig. Damit habe ich jetzt echt nie gerechnet. Und dabei habe ich jetzt irgendwo mal gelesen, von wegen, ja, bei dem Ende werdet ihr überrascht sein. Und das ist definitiv so.
Definitiv. Obwohl ich gedacht habe, es geht noch ein bisschen länger, aber boah, ich bin jetzt gerade voll fertig, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen habe ich den Kleinen echt lieb gewonnen gehabt. Ich mochte den irgendwie. Den Forrester-Zwilling. Ach, schön. Nee. Schade. Gut, aber ich habe in der Vorschau gerade zur Episode 2 schon John Schnee gesehen. Wir werden auf John Schnee treffen. Auf den freue ich mich total. Ach, so ein toller Mann. Ja, Girly-Zeug und so weiter. Ja, bis dahin. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese kleine kurze Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich in Episode 2 wieder. Bis dahin. Tschüss.